Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Er ist Niederbayer, er ist 67 Jahre alt, er war Generalsekretär, Finanzminister, Wirtschaftsminister, dann war er noch Parteichef und Staatskanzleichef. Ich begrüße den Abgeordneten Erwin Huber. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. Erwin Huber, Sie leiten jetzt auch erneut den Wirtschaftsausschuss des Landtages. Darüber müssen wir auch gleich reden. Über das aktuelle Thema, das greifen wir nach vorne, das sind die GBW-Wohnungen. Das sind ja Wohnungen, die die Landesbank verkauft hat. Das sind, die Landesbank hat die GBW-Wohnungen verkauft, 30.000 Stück. Hier in München sind es 10.000 Stück. Insgesamt sind 80.000 Menschen betroffen, die die Wohnungen mieten. Und es hat immer von der Landesregierung geheißen, wir müssen diese Wohnung verkaufen. Das schreibt uns die EU vor. Jetzt aber, seit heute wissen wir von der EU, dass die Landesbank die Wohnungen gar nicht hätten verkaufen müssen. Wie ist diese Nachricht bei Ihnen angekommen? Also meine Kenntnis ist schon, dass die Europäische Kommission durch die Staatshilfe, die die Landesbank bekommen hat, Druck ausgeübt hat zu einer Neustrukturierung der Landesbank. Und da war auch dabei, die Wohnungen zu verkaufen. Es wäre nur möglich gewesen, dass der Freistaat Bayern auch unmittelbar eingestiegen wäre oder das kommunale Konsortium, aber der Druck zum Verkauf war da. Also es ging darum, dass man diese 420 Milliarden Schulden ungefähr um die Hälfte reduziert. Das hat man versucht, indem man diese Wohnung verkauft hat, aber es war ja eben auch die Frage, soll man diese Wohnung verkaufen, hat der bayerische Staat dann nicht auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die da drin wohnen, weil wenn diese Wohnungen auf den freien Markt kommen, dann natürlich modernisiert werden, verkauft werden und die Mieten dann ungeheuerlich steigen. Natürlich hat der Freistaat Bayern die Verantwortung, auch die Landesbank selber. Und deshalb ist ja auch eine Vereinbarung geschlossen worden, zu sozialen Zwecken, damit ältere Mieter geschützt werden, damit sie nicht einfach rausgeschubst werden durch Modernisierung. Und natürlich hat auch ein kommunales Konsortium geboten, aber der Druck ist der Europäischen Union, es muss an den wirtschaftlichsten Bieter verkauft werden und es war ein Privater. Nun muss man natürlich wissen, in München sind die meisten Wohnungen natürlich privat. Ist ja doch nicht so, dass man sagen kann, wer in öffentlichen, bei Genossenschaften Wohnungen ist, der hat einen höheren Mieterschutz. Mieterschutz gilt prinzipiell für alle. Man hatte aber das Gefühl, dass die GBW-Wohnungen einen besonderen Mieterschutz haben, weil er eben vom Staat aus kontrolliert werden kann. Und der wird damit aufgegeben, indem man diese Wohnungen verkauft. Und deshalb gab es eben diese Sozialvereinbarung. Aber es ist natürlich so, so etwas gilt nicht für alle und gilt auch nicht für alle Zeiten. Mhm. Und zum Teil ist ja auch Modernisierungsbedarf da. Aber diese Mieter sind jedenfalls auch jetzt durch die Vereinbarung noch ein bisschen besser gestellt als die, die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt sind. Vom Mieterbund kommt jetzt die Forderung, dass die bayerische Landesregierung diese Wohnung zurückkaufen soll, weil das angeblich ja jetzt gar nicht nötig war, dass sie verkauft wurden. Also bestünde hier wieder die Chance, die Wohnung zurückzukaufen und damit die Mieter wieder einer sicheren Basis zu stellen. Zunächst einmal, das ist jetzt privates Eigentum. Ob der Eigentümer das überhaupt verkauft, weiß man nicht. Der hat ja auch einen bestimmten Zweck damit verbunden. Auf der anderen Seite ist es in erster Linie auch Aufgabe der Kommunen, für preisgünstigen Wohnraum zu sorgen. Dort, wo soziale Bedürfnisse da sind, gibt es auch den sozialen Wohnungsbau. Als Freistaat Bayern stocken wir die Gelder zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus gewaltig auf. Wir wollen insgesamt gerade in Ballungsgebieten wie München natürlich mehr Wohnungen schaffen. Dafür gibt der Staat Fördergelder, dann mit einer Bindung über 20 Jahre. Und wir verbessern ja auch gerade bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin auch den Mieterschutz. Also es wird schon breit gesorgt, auch für vernünftige, zumutbare soziale Bedingungen für Mieter. Da ist dies kein Einzelfall und auch kein besonders anzuprangender Fall. Wenn Sie jetzt zurückgucken zur Landesbank, Herr Huber, wie stellt sich das für Sie heute dar? Wie steht die Landesbank heute da im Vergleich zu 2008, wo Sie ja wegen der Landesbank auch zurückgetreten sind?
Ja, die Landesbank ist ja 2007 und auch durch den Erwerb einer österreichischen Bank in der Tat gewaltig in Schlingern gekommen. Sie musste auch gerettet werden. Der Freistaat Bayern hat ja auch die Anteile seinerzeit der Sparkassen übernommen zur Entlastung der Kommunen. Die Landesbank ist heute auf einem vernünftigen Weg, aber sie muss gerade auch durch den Druck der Europäischen Union deutlich reduziert werden, so als eine Art große Mittelstandsbank umstrukturiert werden. Das ist kein leichter Prozess, aber sie wird es schaffen. Es hieß ja immer, dass die Landesbank eigentlich gar kein richtiges Geschäftsmodell hat. Sehen Sie das heute anders? Ist da ein Geschäftsmodell zu erkennen, das auch nicht den Sparkassen schadet? Man muss natürlich sagen, früher war die Landesbank als eine Staatsbank bevorzugt, weil sie relativ günstig sich refinanzieren konnte und sie hat auf dem internationalen Markt agiert. Diese Zeit ist vorbei und auch durch den Druck der Europäischen Union, sie muss sich jetzt als eine Mittelstandsbank in erster Linie auf dem deutschen Markt völlig umstellen. Ich glaube, dass sie das schafft, auch in einer Partnerschaft mit den Sparkassen. Die Sparkassen sind mehr oder weniger lokal und regional organisiert, aber sie brauchen natürlich für große Mittelständler, auch für die, die international im Exportgeschäft sind und investieren, einen starken Partner. So gesehen ist aus der Partnerschaft zwischen Sparkassen und Landesbank durchaus ein vernünftiges Geschäftsmodell zu machen. Okay, Herr Huber, wir haben jetzt alle beobachtet, wie Sie nochmal zum Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses gewählt wurden. Da hat der eine oder andere gedacht, ups, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil man auch in der CSU so ein bisschen rausgehört hat. Naja, die Frau Aigner, die hat gesagt, der Erwin Huber, der ist schwierig. Anscheinend soll der Herr Söder auch versucht haben, Mannschaften gegen sie zu positionieren, damit sie dann nicht mehr den Wirtschaftsausschuss leiten. Es ist natürlich anders gekommen, oder was heißt natürlich, es ist anders gekommen. Sie haben sich eine Mehrheit beschafft und dann haben Sie, ich wollte das mal zitieren, das war nicht nur eine Anerkennung für die Arbeit der letzten 5 Jahre und hätte Sie dann gefragt, für was denn noch? Sondern auch für meine langjährige Tätigkeit in der CSU. Es ist eine geheime Wahl gewesen, ich habe also nicht die Mehrheiten so beschafft, ja, sondern es war eine geheime Wahl. Und da war es natürlich nicht so ganz einfach. Es gab schon starke Kräfte, die gegen mich agiert haben, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, es hat eine Rolle gespielt und deshalb haben mich auch viele Junge gewählt, weil ich natürlich doch über Jahrzehnte hinweg in ganz Bayern in der CSU unterwegs war. Die haben mich gekannt und haben mir das auch zugetraut, die nächsten 5 Jahre das zu machen. Der Wirtschaftsausschuss ist ja gestärkt. Wir haben den ganzen Bereich Verkehr, Straße, Schiene. Wir haben auch die Medienpolitik dazu bekommen. Und wir sind für die moderne Technologie, für Breitband zuständig. Und da ist es vielleicht ganz günstig, einen erfahrenen Steuermann zu haben. Das war vermutlich die Überlegung. Denn der eine oder andere sagt, dass auch der Herr Seehofer vielleicht, wie heißt er, Martin Schöffel, den Abgeordneten aus Oberfranken gerne gehabt hätte. Ist das auch ein Signal, was da ausgegangen ist, dass ich sage jetzt mal auch die Fraktion sagt, also wir entscheiden das so ziemlich für uns selber und lassen uns also nicht aus dem Kabinett vorschreiben, wer da den Wirtschaftsausschuss führt? Ja, es war durchaus so, dass die Fraktion selbstbewusst gesagt hat, das ist zunächst einmal eine Entscheidung der Fraktion. Man ist ja zunächst einmal Sprecher für die wirtschaftlichen Dinge der Fraktion und dann rückt man dann in die Ausschussfunktion mit ein. Und da hat die Fraktion selbstbewusst und eigenständig entschieden. Ja, das war ein starkes Moment. Ich meine, klar, Sie haben auch eben wieder betont, also das ist natürlich auch Ihre politische Erfahrung gewesen und auch natürlich Ihre fachliche Kompetenz, die Sie wieder in diese Position gebracht hat. Aber das ist ja in der Politik nicht immer das, was grundsätzlich dann zum Schluss entscheidend ist. Ne? Doch, das Fachliche muss natürlich schon da sein. Aber wie gesagt, meine Tätigkeit über lange Zeit in der CSU hat gerade auch, war bei den Jüngeren noch sehr präsent. Und es war bei vielen das Gefühl da, es ist eine breite Aufgabe und vor allem auch, die Ministerin ist hier aus dem Raum Oberbayern und da ist vielleicht auch ganz gut, wenn der Ausschussvorsitzende aus Ostbayern kommt,
Der Staatssekretär ist aus Schwaben. Dann hat man also Westen, Mitte und Osten gut verteilt. Ich habe auch einen guten Sinn für die schwächer strukturierten Räume. Und ja, dann gibt es halt eine Fülle von Argumenten und von Gründen. Und offenbar waren etwas mehr Gründe für mich als gegen mich. Sie haben betont, dass die jungen Leute auch für Sie gestimmt haben. Man hört aber auch so ein bisschen aus der jungen Leute-Ecke, sage ich jetzt mal, der CSU, die da sagen, na, jetzt sind da doch wieder so über 60-Jährige dran, die Positionen verstopfen. Haben Sie für diese Argumente Verständnis? Natürlich, denn man muss ja sehen, es geht um Karrieren. Nur, wenn man heute die Zusammensetzung der Bevölkerung sieht, dann meine ich, ist es durchaus angebracht, da wir doch eine älter werdende Gesellschaft sind, dass auch Ältere in der Politik Verantwortung haben, vielleicht auch mit dem speziellen Sinn auch für Beschwernisse, Belange, Lebensumstände von Älteren. Beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass man hier sehr viel stärker noch sieht im Bereich Verkehr, meinetwegen auf Straße und Schiene, wie kann man auch etwas tun, um Bayern barrierefrei zu machen. Und da glaube ich, ist durchaus auch angemessen zu sagen, Ältere und Erfahrene sollten da mitreden, um diese speziellen Belange auch der Älteren einzubringen. Nicht nur, aber auch. Kommen die Jungen dann irgendwann zu kurz, weil sie einfach in der Minderheit sind? Es kann durchaus sein, dass mit dieser Konflikt der Generationen stärker wird, hat ja auch in der Rentenfrage etwas zu tun. Im Moment, glaube ich, bringen wir es noch schon ganz gut hin, diesen Ausgleich der Generationen. Aber da sollte man nicht sagen, nur die Alten, nur die Jungen, die Mischung macht es. Und das ist, glaube ich, für eine Volkspartei wie die CSU auch sehr wichtig, diese breite Mischung hinzubringen. Wir haben sehr viele Junge in der Verantwortung, eigentlich schneller als in der Vergangenheit, kommen heute junge Leute in höhere Verantwortung. Finde ich auch gut so. Aber es darf da nicht einfach eine Verdrängung geben. Wie ist denn eigentlich so Ihr Verhältnis zu dem Ministerpräsidenten? Also ich finde es immer wieder spannend, wenn man sich so Ihren Lebenslauf anguckt und dann waren Sie Parteivorsitzender und dann haben Sie ihn weggesprengt und dann ein Jahr später kam er und dann mussten Sie gehen. Wie geht man dann im Tagesgeschäft miteinander um? Weil es ja doch immer wieder zu lesen ist, dass Sie Spannung untereinander haben und im Grunde genommen nicht gut miteinander klarkommen. Also wir haben eine Arbeitsebene, auf der wir sachlich, vernünftig zusammenarbeiten. Und wie es halt so ist, in einer ganz großen Organisation, die CSU hat ja 150.000 Mitglieder, mit manchen versteht man sich besser, mit manchen weniger gut, aber man dient eigentlich der gleichen Sache. Gut, also ich würde ganz gerne nochmal... Also ich weiß gar nicht, ob ich das Zitat bringen soll, aber ich werde es doch sagen, ich werde noch auf dem Sterbebett die Hand heben, um Seehofer zu verhindern. Ist das ein wahres Zitat? Also es wird mir immer zugeschrieben. Ich selber kann mich nicht erinnern, dass ich das mir gesagt habe. Ich will es aber auch nicht bestreiten. Ja, ich bin jetzt 35 Jahre Abgeordneter. Da sagt man viel Kluges, sagt man vielleicht auch manches Grenzwertiges. Ich würde es heute natürlich nicht mehr so sagen, aber da war ich vielleicht auch jung und übermütig. Und aus der Emotion heraus kann man ja natürlich immer wieder... Dinge sagen. Aber ich würde ganz gerne mal, weil Sie sind ja eben 35 Jahre lang in der Partei gewesen, haben ja auch Standpunkte für Ihre Partei mitdefiniert und sind ja auch jemand, der dann eigentlich als jemand gilt, der diese Standpunkte dann auch hält. Und wenn ich mir anschaue, was so in den letzten Jahren von dem, was so in Ihrer Ministerzeit aufgebaut worden ist, heute nicht mehr gilt, das wollte ich kurz mal mit Ihnen durchsprechen, wie Sie das so sehen. Also zum Beispiel der Atomausstieg ist ja eine Sache, die hätten Sie sich ja vor 5 Jahren nie vorstellen können, oder? Das trifft zu, ja. Man muss zunächst einmal sagen, grundsätzlich ist unsere Zeit heute viel schnelllebiger geworden. Sie hängt nicht mehr so sehr an Grundsätzen und an Überbrachten, sondern es fließt alles sehr viel mehr. Also es ist schon ein ganz grundsätzlicher Unterschied in der Gesellschaft gegenüber einer Zeit vor 20, 30 Jahren. Aber Dinge wie die Kernkraft hätte ich mir in der Tat vor 10 Jahren, 5 Jahren nicht vorstellen können. Dass es nicht so leicht ist mit dem Ausstieg, das sieht man natürlich jetzt. Wir kämpfen ja seit 2 Jahren mit der Energiewende. Jetzt muss die Energiewende auch korrigiert werden. So leicht ist es also nicht. War es richtig?
also so es abrupt war, auszusteigen? Jetzt würde ich sagen, es war insgesamt unvermeidbar. Wir haben nach Tschernobyl im Grunde in Deutschland schon beschlossen, kein neues Kernkraftwerk mehr zu bauen. Und dann ist natürlich die Laufzeit begrenzt. Ich glaube, dass man nach Fukushima überstürzt aus der Kernenergie ausgestiegen ist. Man hat im Grunde alle Daten festgelegt. Ja, wir werden ja 15, 17, 19, 22 die restlichen Blöcke in Bayern abschalten. Das stelle ich nicht in Frage. Nur, wir werden noch ganz gewaltige Probleme haben, auch mit der Versorgungssicherheit. Nach meiner Einschätzung wird es eine Autarkie Bayerns nicht mehr geben. Wir werden nicht mehr selber so viel Strom erzeugen, wie wir verbrauchen, sondern wir sind auf Stromimporte angewiesen, natürlich zum Teil aus Deutschland, aber auch aus dem übrigen Europa. Und das ist natürlich schon eine neue Situation. Wir werden Netze bauen müssen, die teuer sind, und insgesamt wird der Strom nicht billiger werden. Wäre meine Einschätzung richtig, dass Sie glauben, der Ausstieg ist zu schnell geschehen? Ich glaube, man hätte in der Tat seinerzeit schon diesen Masterplan machen müssen, um das über mehrere Jahre oder vielleicht über 10 Jahre zu planen. Man ist mehr oder weniger überstürzt, in wenigen Monaten ausgestiegen. Und die Tatsache, dass man also jetzt nachkorrigieren muss, das zeigt doch auch, dass man seinerzeit nicht alles bedacht hat, vielleicht auch nicht alles bedenken konnte. Und es ist natürlich durchaus so, dass es eine ganz gewaltige Belastung ist. Der Umweltminister Altmaier hat ja ausgerechnet, bis zum Jahr 2050 wird uns der Ausstieg 1 Billion, das heißt 1.000 Milliarden Euro kosten. Wir schaffen das als ein starkes Land. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn die Energie immer teurer wird, haben wir das gleiche Geld für andere Zwecke nicht. Also es ist schon eine Beanspruchung. Herr Huber, es gibt noch ein paar Punkte, über die ich gleich mit Ihnen unbedingt reden muss, weil sich natürlich bei den einzelnen Themen Dinge verändert haben. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Ja, ich unterhalte mich mit Erwin Huber über spannende Themen, nämlich über die, die zum Beispiel in den letzten Jahren von der CSU nicht mehr so gesehen werden wie vor den Jahren. Und zwar geht es auch um die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht, die hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass die CSU davon mal abrückt, also zu ihrer Zeit. Wie sehen Sie das heute? Ist das vernünftig? Jetzt vernünftig, da haben sich natürlich auch die Umstände geändert. Ich meine, Deutschland war natürlich höchst gefährdet am Eisernen Vorhang, unmittelbar vor dem kommunistischen Block. Und ohne Bundeswehr und ohne NATO wäre Deutschland nicht frei geblieben. Aber natürlich mit der Veränderung in Europa hat sich alles geändert. Heute spielen auch Auslandseinsätze mehr eine Rolle. Das können Wehrpflichtige nicht machen. Die Wehrungerechtigkeit ist größer geworden. Also es war jetzt richtig. Aber das heißt ja nicht, dass es die 50 Jahre vorher falsch gewesen wäre. Man muss natürlich auch sich an veränderte Bedingungen anpassen oder Entscheidungen natürlich ändern. Ja, da hatte sich wirklich viel getan. Aber, und da bin ich gespannt, die Studiengebühren, die wurden eingeführt, auch unter Ihrer Ägide. Und die sind ja nun, wie wir alle wissen, abgeschafft worden. Da hat natürlich die FDP war damals auch nicht dafür, dass es abgeschafft wird, ist dann allerdings auch umgekippt. Wie sehen Sie das heute? Das ist ja eine Sache, die man nicht unbedingt als richtig ansehen muss, wenn man früher für Studiengebühren war. Die Studiengebühren haben ja unmittelbar beigetragen zur Verbesserung der Lehre. Die Studenten haben das auch gespürt, dass dieses Geld bei ihnen ankommt, also und ihre Lernbedingungen jeden Tag verbessern. Es hat sich insofern etwas geändert, als immer mehr Länder die Studiengebühren abgeschafft haben. Also Baden-Württemberg, Hessen und dann war noch Niedersachsen und Bayern allein. Und dann sagt man natürlich, Bayern ist stark. Warum sollen gerade die Studenten in Bayern, sagen wir, im stärksten Land in Deutschland bezahlen? Wir zahlen auf der anderen Seite 4 Milliarden in Länderfinanzausgleich zu Ländern, die selber die Studiengebühren nicht erheben. Also damit hat sich der ganze Datenkranz geändert. Aber das heißt jetzt nur, der Steuerzahler ist dafür eingestiegen. Wir haben im Grunde all die Zusagen an die Universitäten, an die Fachhochschulen gehalten, haben die Bedingungen dort weiter gut gehalten. Wir können uns das leisten, solange die Wirtschaft gut läuft. Also finden Sie es im Endeffekt richtig oder falsch, dass die Studiengebühren
Ich habe es eigentlich immer verteidigt. Und zwar deshalb, weil ich sage, wer Meister wird im Handwerk, der muss die Meisterprüfung auch selber bezahlen. Das ist teurer als ein Studium. Oder wer nach Mittelschule oder Hauptschule in den Beruf geht, der zahlt im Grunde dann mit seinen Steuern mit für die Studenten, die dann in der Regel eine Aussicht auf ein gutes Einkommen haben. Das heißt, es wäre eigentlich durchaus gerecht gewesen. Aber die Welt ist eben nicht immer gerecht. Okay, da haben wir also eine Position, die Sie sozusagen heute auch noch gehalten haben. Aus der Zeit beim Donauausbau, Herr Huber, da wissen wir, haben Sie sich ungeheuer für eingesetzt. Und das ist jetzt also deutlich auch abgemildert worden, soll jetzt nicht mehr so ausgebaut werden. Sind Sie da sehr enttäuscht? Beim Donauausbau und bei anderen Verkehrsprojekten habe ich die große Sorge, dass sie immer weniger durchsetzbar sind, weil man sich dann kurzfristig entlastet, weil Eingriffe in die Landschaft nicht stattfinden. Aber ob das langfristig für die Zukunft des Landes gut ist, wage ich sehr zu bezweifeln. Ich bedauere, dass wir den Transrapid in München nicht haben verwirklichen können. Das ist ja dann 2008 gekippt worden. Jetzt wären wir vielleicht froh, wenn wir ihn hätten, um schnell zum Flughafen zu kommen. Vielleicht bedauert man auch beim Donauausbau, dass man nicht auf die verkehrliche Leistung mehr gesehen hat. Also da sind Sie heute auch nach wie vor dafür, dass dieser Ausbau eigentlich kommen müsste? Einen vernünftigen Donauausbau, ja. Jetzt haben wir ja in Berlin die Koalitionsverhandlungen. Ist Ihnen eigentlich nach dem jüngsten SPD-Parteitag Angst und Bange, dass die Koalition zwischen der Union und der SPD nicht zustande kommen könnte? Die Risiken sind größer geworden. Man sieht deutlich, dass es innerhalb der SPD eigentlich eine gefühlte Abneigung gibt gegen diese große Koalition. Und es wird der SPD-Führung sicherlich nicht leicht fallen, den Mitgliederentscheid zu gewinnen. Das ist eine hohe Hürde, die man sich selber aufgestellt hat. Und wir können auf der anderen Seite aber natürlich nicht das Wahlergebnis umdrehen. Es hat am 22. September die Bevölkerung eine bürgerliche Regierung gewählt und gewollt. Und das kann man mehr oder weniger jetzt nicht hintenrum über die Koalitionsverhandlungen kippen. Deshalb müssen wir natürlich unsere Handschrift da reinbringen. Ich würde sagen, im Moment ist die Chance, dass es zu einer großen Koalition kommt, so bei 60-70%. Aber es kann natürlich auch daneben gehen. Derjenige, der jetzt von Neuwahlen gesprochen hat, das war Ihr Parteivorsitzender, Ministerpräsident. Glauben Sie, dass das von ihm auch irgendwo Taktik gewesen ist, dass er gesagt hat, wir haben da keine Angst vor Neuwahlen? Gerade jetzt, wo die SPD gesagt hat, die Union muss jetzt kommen, muss jetzt liefern, damit das bei uns, bei der SPD, dann zum Schluss, wenn es zu der Abstimmung kommt, auch funktioniert? Ja, Horst Seehofer ist natürlich ein schlauer Fuchs. Ja. Einmal hat es den taktischen Moment, aber das ist aber auch wohl die wahre Alternative. Wenn die Große Koalition scheitern würde, dann gäbe es ja rein rechnerisch noch die Möglichkeit Schwarz-Grün. Daran glaube ich nicht, denn sowohl bei uns wie auch bei den Grünen ist die Basis dafür nicht da oder noch nicht da. Es gibt ja nicht nur die Kretschmer-Grünen, sondern sehr viele, die sehr linksorientiert sind. Das heißt, und außerdem ist die Grüne Partei im Moment wenig handlungsfähig. Die hat ja auch die Führung ausgetauscht. Die heutige hat nicht die Autorität, also das scheidet aus. Rot-Rot-Grün wäre eine rechnerische Alternative, hoffe ich nicht, dass das zum Zug kommt, denn es wäre ein Unglück für Deutschland. Und dann blieben eigentlich nur noch Neuwahlen. Und Horst Seehofer hat zu Recht gesagt im Vorstand, wir sind uns da nicht bange, sondern wir trauen uns das auch zu. Wir haben ein Programm, wir haben die Kanzlerin, wir haben dann im Grunde auch eine klare Alternative für die Leute. Denn der Parteitag der SPD hat ja gesagt, ja zu Rot-Rot-Grün für die Zukunft. Und ja, dann würden die Leute entscheiden, bürgerliche Mehrheit oder Rot-Rot-Grün. Und in diese Wahl, da könnte man schon hineingehen. Allerdings könnte es dann aber auch eben rot-rot-grün werden. Und wenn man sich überlegt, dass es an so einem Thema wie Maut
scheitern könnte, so eine Koalition, Union, SPD, dann ist das doch ziemlich banal im Verhältnis zu dem, was dann da theoretisch kommen könnte. Also nach meiner Einschätzung wird es an der Maut nicht scheitern. Da schaut es so aus, als würde es einen Arbeitsauftrag geben in der Richtung. Und das wäre auch nicht das zentrale Thema. Das ist ein wichtiges Thema, die Verkehrsfinanzierung insgesamt. Wir brauchen da Milliarden für die Sanierung von Straßen, von Schienen. Aber das hängt nicht an der Maut allein. Die Fragen Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, Rentenpolitik, Gesellschaftspolitik, das sind im Moment die schwierigeren. Eins ist auch klar, Steuererhöhungen wird es nicht geben. Also ich sehe heute schon, dass die Einigungsfähigkeit da ist. Und ich meine, es wäre ein Armutszeugnis, wenn die zwei großen Volksparteien, also Union und SPD, sich nicht verständigen könnten. Es wäre auch sicherlich in den Augen vieler Bürger ein Versagen der Politik. Nur man kann sich nicht verbiegen. Ich würde schon noch mal gerne, Sie haben natürlich diese ganzen Themen, die wichtiger sind als Maut, eben auch mit aufgeführt. Aber der bayerische Ministerpräsident hat immerhin gesagt, es muss klar sein, dass es eine Maut für Ausländer gibt, sonst unterschreibe ich den Koalitionsvertrag nicht. Hat sich damit nicht irgendwie in eine Ecke manövriert, aus der er jetzt nur schwer rauskommt? Denn wenn es nur diesen Arbeitsauftrag gibt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, dann hätte er ja nicht das umgesetzt, was er vor den Wahlen gesagt hat. Es gibt im Koalitionsvertrag natürlich keine Gesetzentwürfe, bei keinem Thema, auch nicht bei Mindestlohn, auch nicht im Rentenbereich, sondern es gibt Festlegungen, es gibt Ziele. Und so wie es im Moment aussieht, könnte bei der Maut stehen, dass eine PKW-Maut eingeführt wird, wo die inländischen Autohalter nicht belastet werden, keiner belastet wird, das europaverträglich ist und das Geld reinbringt. Das heißt, man formuliert die Ziele und sagt, dann haben wir auch nachher wieder einen Verkehrsminister, der soll dann ein entsprechendes Konzept ausarbeiten. Und dann wird die endgültige Entscheidung folgen. Aber es scheint ja gerade bei der Maut so zu sein, dass also in Bayern da eine Mehrheit anscheinend für da ist. Vielleicht auch noch ein bisschen in Baden-Württemberg, das würde ich mir nicht trauen einzuschätzen, aber vielleicht dort auch. Aber nördlich vom Main, sage ich mal, sieht die Welt eigentlich anders aus. Da sind die Leute überhaupt nicht so in diese Maut, also an der Maut so interessiert. Deshalb ist es nicht überwiegend ein bayerisches Thema. Also es gibt diese geografischen Schwerpunkte, die Sie nennen. Kommt wahrscheinlich daher, weil wir umzingelt sind von Ländern, die die Maut oder Vignette oder Straßenbenutzungsgebühr erheben. Das haben wir in Österreich, haben wir in der Schweiz, haben wir in Kroatien, haben wir in Italien. Und wenn der Bayer so mit dem Auto in Urlaub fährt, dann muss er durch mehrere Länder oft fahren und zahlt natürlich dann sehr viel. Und deshalb ist die Betroffenheit bei uns größer. Wenn man in Nordrhein-Westfalen nach Belgien oder nach Holland fährt, braucht man keine Maut zu bezahlen. In Ostdeutschland ist es auch die Betroffenheit nicht so groß. Also es gibt diese Unterschiede, hängt ja auch mit der persönlichen Erfahrung zusammen. Und für viele ist es eine Gerechtigkeitsfrage, nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch der Gerechtigkeit. Jetzt wird man sehen, ob man unter diesen Bedingungen das auch hinbringt. Wenn man jetzt nochmal so anguckt, was in den letzten Tagen so diskutiert wurde, dann ist der Europakurs, der scheint durchzukommen von der Frau Merkel. Ja. Das ist eine CDU-Position, aber die CSU ist da auch mit im Boot. Steuererhöhung haben Sie schon gesagt, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Ist jetzt ja, zum Gott sei Dank, ja. Ja, ja, klar. Und jetzt von der CSU, was bleibt da übrig im Koalitionsvertrag aus heutiger Sicht? Ist es wirklich die Mutterrente und das Betreuungsgeld? Ja, das sind also das neben der Maut, die wir besprochen haben, die wichtigsten Themen. Wir wollen natürlich schon Geld insgesamt für unsere Autobahnen, für den Schienenausbau. Wir brauchen mehr Geld für den Verkehrsausbau. Wir wollen die Mütterrente, auch als Teil der Gerechtigkeit, dass wir sagen, die in der Vergangenheit Beitragszahler erzogen haben, sollen dafür einen Ausgleich in der Rente bekommen, ist auch ein Beitrag gegen Altersarmut. Und Betreuungsgeld, das muss natürlich bleiben, denn das haben wir erst eingeführt zum 1. August und ist ja auch entgegen der allgemeinen Wahrnehmung
ein echter Schlager geworden mit hoher Antragsquote und ist für uns ein wichtiger Teil von freiheitlicher Familienpolitik. Wenn Sie jetzt dagegen rechnen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft wahrscheinlich kommt, dass die Rente mit 67 aufgeweicht wird, dass der Mindestlohn kommt und die Mietpreisbremse auch eingesetzt wird. Das sind alles SPD-Positionen. Wie haben Sie das Gefühl, ist da das Gleichgewicht, wenn Sie das mit den Positionen der Union vergleichen? Wir wissen natürlich, dass wir in so einem Koalitionsvertrag manche Kröte schlucken müssen. Der Mindestlohn fällt uns auch nicht leicht. Er ist wahrscheinlich in Bayern eher zu bezahlen in einer boomenden Wirtschaft, als dort, wo man eine hohe Arbeitslosigkeit hat. Er wird im Osten sehr viel mehr Probleme bereiten als bei uns. Ich halte vieles von dem durchaus für verkraftbar. Aber wir müssen natürlich schon aufpassen, dass wir nicht Dinge machen, die die Vollbeschäftigung und Arbeitsplätze gefährden. Und deshalb wird es bei der Endentscheidung sehr darauf ankommen, diese Ziele auch so zu gestalten, dass wir wirtschaftlich ein führendes Land bleiben, zugunsten der Arbeitnehmer, der Arbeitsplätze und der jungen Generation, dass die Chancen hat, dass wir in einem dynamischen Land auch in der Zukunft sind. Nochmal Themawechsel, Herr Huber. Wir haben jetzt gehört, dass Großhadern eventuell in der Form, das Krankenhaus Großhadern in der Form nicht mehr bestehen bleiben soll, wie wir es kennen. Wir diskutieren hier in München, gerade in München, sehr viel über die Zukunftsfähigkeit von Krankenhäusern. So, wir diskutieren zum einen über die städtischen Krankenhäuser natürlich ganz intensiv. Großhadern wird von dem Land Bayern finanziert und ist in deren Verantwortung. Wie ist da die heutige Perspektive? Was glauben Sie, wird in Großhadern geschehen? Zunächst einmal, es gibt einen großen Sanierungsbedarf, hängt auch mit dem Brandschutz zusammen. Großhadern ist ja 40 Jahre alt und da muss man natürlich jetzt baulich verbessern. Und es ist zunächst jetzt einmal eine rein technische, bauliche Frage, was kann man tun, sanieren oder neu bauen. Da muss man also diese Gutachten und Bewertungen mal bekommen. Aber eines ist klar, es muss investiert werden. Ich halte es durchaus für reizvoll zu sagen, man baut daneben eine völlig neue Klinik, denn so etwas dauert ja sowieso vielleicht 10 bis 20 Jahre. Und dann hat man etwas völlig Neues, denn gerade auch im Bereich der Medizin ist der Fortschritt ja ungeheuer. Und dann haben wir im Grunde eine neue Klinik. Wir wollen natürlich als München, Freistaat Bayern, auch ein führender Standort sein im Bereich der Medizintechnik, auch natürlich der Therapie. Und wir haben auch den Ehrgeiz, dass wir Bayern auch da vorne dran sind. Und in München, da gibt es einen heftigen Wettbewerb, zum Beispiel zu Berlin, die in diesem Bereich ja auch sehr gut sind. Und deshalb, glaube ich, werden wir sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um eine Spitzenklinik im Bereich von Forschung und Lehre und Behandlung, Therapie auch in München zu haben. Wie weit sprechen sich eigentlich diese Kliniken ab? Wäre das nicht auch mal sinnvoll, dass man mal die großen Kliniken, egal ob städtisch oder vom Land Bayern geführt, mal zusammenbringt, um einfach auch mal sich zu überlegen, wer soll welche Ressourcen vorhalten? Weil auch gerade in den städtischen Kliniken ist es natürlich so, dass man darüber diskutiert, dass da viel gemacht wird, was eigentlich eventuell die Krankenhäuser auch überfordert. Und wenn man eine bessere Abstimmung zwischen kommunalen und Kliniken vom Land Bayern hätte, dann würde das vielleicht eine Erleichterung für alle bedeuten. Es gibt ja einen Krankenhausbedarfsplan und da ist im Grunde schon genau festgeschrieben, für welche Versorgungsstufe das einzelne Krankenhaus vorgesehen ist. Die zwei Universitätskliniken, also rechts der Isar und Großhadern, haben ja durchaus koordinierte Schwerpunkte, aber auch gleiche. Denn da sehe ich durchaus auch einen Vorteil. Der Wettbewerb bringt ja auch da Spitzenleistungen. Und deshalb wird es auch immer im Krankenhausbereich einen gewissen Wettbewerb geben. Und die Leute haben den Vorteil, dass sie auswählen können. Also man wird es nie so in einem Plan festlegen können, man sagt, das darf nur der und das darf nur der andere. In bestimmten klassischen Disziplinen
muss mehr da sein und muss es eine Auswahlmöglichkeit auch geben. Können Sie verstehen, dass die Münchner ein wenig besorgt sind, weil sie hören, also Großhadern hat einen großen Renovierungsbedarf und auf der anderen Seite eben auch Bogenhausen und auch Schwabinger Krankenhaus sind beide nicht zukunftsfest, dass man sich jetzt langsam mal Gedanken als Münchner Bürger macht, Mensch, was passiert denn da in ein paar Jahren, wenn die beide nicht mehr richtig funktionieren? Ja, also einmal für die Universitätsklinik ist der Freistaat Bayern zuständig. Wir werden auch die finanzielle Kraft haben, beide, rechts der Isar. Das Herzzentrum kommt noch dazu, um Großhadern auf einen modernen Stand zu halten. Aber im Grunde wird in so großen Kliniken sowieso ständig irgendwas gebaut, sieht man ja bei rechts der Isar. Und die Stadt München hat schon natürlich einen großen Bedarf, ihren Klinikbereich zu koordinieren. Da kann man sicherlich einiges tun und da sind ja wohl auch viele Entscheidungen gewesen. Es werden auch personelle Konsequenzen ja auch gezogen. Die Stadt München hat hohe Defizite zu bezahlen. Das ist erstaunlich, denn das Patientenaufkommen ist ja in München sehr groß. Also das ist eine der ganz großen Zukunftsaufgaben und der Oberbürgermeister Ude hinterlässt hier kein bestelltes Feld, was die Krankenhäuser angeht. Lassen Sie uns noch über ein weiteres Thema sprechen, nämlich wo viele der Münchner Bürger immer noch denken, Mensch, das ist ja eigentlich ein städtisches Problem, weil die S-Bahn fahren natürlich unter München durch und die U-Bahn, das ist ein städtisches Thema, die S-Bahn, das ist aber ein Thema für das Land Bayern und immer wieder, der Winter steht vor der Tür, sie kommen Verspätungen und man hat das Gefühl, die S-Bahn sind überfüllt. Inwieweit sind Sie jetzt als das Land Bayern winterfest, sage ich mal, in diesem Jahr, damit die Münchner pünktlich zur Arbeit kommen, wenn es schneit? Also das ist in der Tat eine wichtige Information. Der Freistaat Bayern ist der Auftraggeber für die S-Bahn. Die Deutsche Bahn hat den Auftrag bekommen seit vielen Jahren. Das wird auch in einigen Jahren neu ausgeschrieben. Und die Bahn macht den Betrieb. Also für die unmittelbaren, fürs operative Geschäft ist die Deutsche Bahn zuständig. München ist insgesamt ein sehr erfolgreicher S-Bahn-Betrieb mit etwa 800.000 Fahrgästen am Tag. Das zu bewältigen ist schon stark. Also ist der erfolgreichste Nahverkehrsverbund in ganz Deutschland. Bricht aber zusammen, weil zu viele Menschen diesen erfolgreichen S-Bahn benutzen wollen. Zusammenbrechen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat Schwierigkeiten. Richtig viele Verspätungen. Auch der Oktober, wie sich heute Münchner Merkur, war besonders schlecht. Verspätungen, Überfüllungen. Wir beschäftigen uns im Landtag eigentlich auch ständig mit der S-Bahn. Wir werden auch in der nächsten Woche dazu eine Diskussion haben. Nur ist es, also einmal meine ich, muss man Verständnis haben, noch dazu, weil natürlich die Züge, die Ausstattung ist natürlich auch in die Jahre gekommen, muss dringend modernisiert werden. Hängt es natürlich dann auch mit der zweiten Stammstrecke wieder zusammen, die natürlich auch seit vielen Jahren nicht in die Gänge kommt. Das heißt, vieles hängt mit vielem zusammen und Züge kann man nicht auf der Stange kaufen. Viele Leute sagen, ja, setzt einfach mehr Züge ein. Man kann ja nicht irgendwo hingehen, meinetwegen zu Siemens oder zu anderen und sagen, jetzt kaufe ich einen Zug. Ja, der wird bestellt und es dauert viele, viele Jahre, bis so ein Zug fertig ist. Man sieht ja auch beim ICE. Das heißt also, wir müssen immer wieder schauen, nachbessern, aber wir müssen uns schon darauf einstellen, dass wir noch viele Jahre auch durch den starken Zuzug nach München Probleme haben mit der S-Bahn. Aber müssten Sie nicht noch stärker die zweite Stammstrecke forcieren, weil das ist ja die Herzkammer. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ja wirklich ein großes Problem, denn alle S-Bahn-Linien führen ja durch die erste Stammstrecke. Ich habe ja nun als Wirtschaftsminister auch mit großem Volldampf vorangebracht. Wir haben auch seinerzeit einige Korrekturen in der Planung vorgenommen. Ich hätte mir auch gedacht, dass es schneller geht. Aber wir haben heute noch keine Planfeststellung. Wir haben also noch keine Genehmigung und die Finanzierung steht auch nicht. Also da kann ich jetzt nicht sagen, das wird in kurzer Zeit alles entschieden sein. Bauzeit ist sowieso lange Zeit. Also da haben wir, was den Bahnknoten München angeht, eine Menge zu tun.
Leider ist Eisenbahnbau auch keine teure Geschichte und auch eine zeitlich langwierige. Ich will die Probleme nicht runterspielen. Wir versuchen im täglichen Geschäft mit der Bahn zusammen das bestmöglich zu machen und das auch winterfest zu machen. Aber so einfach geht es nicht. Herr Huber, ich stelle fest, Sie sind nach wie vor der absolute Vollblutpolitiker. Das kann man Ihnen nicht nehmen. Das steckt in Ihnen drin. Ich finde das toll. Wo nehmen Sie die Kraft her? Ich meine, das ging ja wirklich auf und ab bei Ihnen. Ja, die Politik hält mich auch jung. Ich meine, wenn man sich zur Ruhe setzt, dann glaube ich, schlaft man eher ab. Ich bin da voll drin im politischen Geschäft und das macht mir auch nach wie vor Freude. Ich habe das Ganze ja nie gemacht wegen der Karriere, sondern weil ich eben aus Leidenschaft Politik mache und für die Menschen was tun will und für meine bayerische Heimat. Und es wird nicht schlechter, wenn man älter wird. Erwin Huber, ich wünsche Ihnen dafür noch ganz viel Kraft und herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoofen.